werden heute zu Zeitreisenden und werden hier versuchen, die Welt zu retten. Willkommen im Schurkenparadox. Wir müssen hier ins Zeitreiseinstitut gehen, okay? Das ist hier scheinbar vorne durch diesen coolen Laserspalt durch. Okay, dann sind wir hier in unserer coolen Geheimbasis und bereit für unsere Mission. Willkommen beim Zeitreiseinstitut, die Spitze der wissenschaftlichen Revolution. Du bist hier, um ein kriminelles Element zu extrahieren. Einen abtrünnigen Zeitreisenden. Ein renovierter Innovator, aber sie sind irgendwo verändert und die Geschichte hat sich ein bisschen geschiftet. Wir müssen einen Zeitreisenden fangen. Wir müssen einen Zeitreisenden fangen. Bitte. Oh, das geht da hinten durch. Okay. Das ist Zeitschiff. Durch den blubbernden Gang. Oh. Hier müssen wir rein. Okay, die Stimme, mit uns redet, sagt, sie wird unterwegs in unserem Ohr sein und uns Informationen weitergeben. Oh, ich bin gespannt, wo wir hinkommen. Wow. Okay, wir reisen. Guck mal, wir haben drei Leben. What? Nordpol. Wir sind in 1909. Hier wurde der geografische Nordpol zuerst vom amerikanischen Entdecker Robert Peary identifiziert. Okay, cool. Es ist so eine halbe Geschichtsunterrichtsstunde, die uns hier unsere Stimme im Ohr gibt. Aber das ist nicht wichtig, weil was wir brauchen... Oh, wirklich? Ja, ja, pass auf. Was wir brauchen, ist den Zeitreisenden zu finden, der uns hier alles kaputt macht. Also der hat den Nordpol entdeckt, oder? Der hat scheinbar den Nordpol entdeckt, mit dem wir jetzt reden. Vielleicht kann der uns weiterhelfen. Da vorne scheint er zu sein. Wie seltsam. Ich scheine hier nicht der Erste zu sein. Oh ja, der muss jetzt richtig verwirrt sein, wenn der hier gerade... Oh, guck mal, das ist Pinguine. Ich sage, Pinguine im Nordpol, sei auf der Hut, Team. Hier stimmt etwas nicht. Diese Pinguine sind doch süß. Geh zurück. Bitte was? Wie jetzt? Geh zurück. Wer schmeißt denn einfach die Pinguine raus? Aber gut, folge ihm und suche nach Hinweisen. Scheinbar ist das hier unser neuer Platz. Au! Das ist eine Eishöhle. Aha. Das muss richtig verwirrend sein, wenn du denkst, du hast irgendwas entdeckt. Und auf einmal kommt durch ein Zeitreiseportal fünf kleine Leute gehüpft und sind so, hallo, wie geht's so? Okay, die Obby ist machbar für mich. Es ist kalt hier, oder? Ich fange an zu frieren, nur vom Zuschauen. Ja. Meine Finger frieren gleich ab. Warte, hier einmal durch die Eiskristalle. Das ist... da wäre ich fast runtergehüpft. Aber kein Problem für mich, den Obby-Meister. Oh Gott, nein, hier geht's auch weiter. Das war echt schwer, Ronja, das hast du gut gemacht. Dankeschön. Was passiert mit uns? Oh mein Gott, vereisen wir? Ja, ich glaube schon. Unangenehm. Ich will nicht vereisen. Was? Hast du ein Wärmekissen dabei? Nein, hast du vielleicht einen warmen Tee? Eine Thermoskanne? Ich kann auch nicht. Einen warmen, keine Ahnung, Kaffee? Beweg dich einfach viel. Ich will, ja, das hat meine Mutter auch immer... ich bin runtergefallen ins Wasser. Oh nein! Aber keine Sorge. Wir haben es geschafft. Wow. Was für eine Hexerei ist das? Am Nordpol gibt es keine Pinguine. Das ist wahr, die gibt es nur am Südpol. Das sind Roboter, der Schurke war hier. Die sind ja süß. Sei leise und wecke sie nicht. Okay, das sind scheinbar keine Pinguine, sondern kleine Killer-Maschinen-Roboter. Schnell, sie starten wieder. Wiederhole die angegebene Sequenz, um die Pinguine zu entwaffnen. Warte. Ich glaube, du hast das Versteck destabilisiert. Haben wir es nicht geschafft? Ich glaube, wir müssen jetzt raus. Ich teleportiere dich zurück. Oh, er teleportiert uns zurück. Voll nett von ihm. Okay, wir sind hier wieder bei unserer Zeitreisekapsel. Der Schurke ist schnell, aber wir holen auf. Tun wir das? Mal sehen, wohin uns sein Weg als nächstes führt. Okay, scheinbar reisen wir nochmal durch die Zeit. Altes Ägypten. Wow. Wir sind jetzt im Jahr 539 im alten Ägypten. Oh, das sieht richtig schön aus. What? Mega. Hey, das sieht richtig cool aus hier. Vielleicht bleiben wir einfach hier und hören auf, den Zeitreiseschurken zu verfolgen. Vielleicht können wir uns hier ein Leben aufbauen, Easy. Wie wär's? Ich glaube, ich habe zu helle Haut, um hier zu leben. Ich kriege immer Sonnenbrand. Ja, da hast du einen guten Punkt. Sonnencreme wurde wahrscheinlich auch noch nicht erfunden. Nee, ich glaube, das sind so Sandpartikel. Ah. Warte, seit wann hat das alte Ägypten Straßenlaternen? Ja, stimmt eigentlich. Das ist ein verdammt guter Punkt, den die AI hier macht. Okay, wir müssen alle fragmentierten Pieces finden, die irgendwo hier rumliegen. Okay, wir müssen scheinbar da mit den Schurken irgendwie überführen. Guck mal, da ist was Grünes Leuchtendes. Das könnte was sein. Da ist einfach so ein Schild mit einem Bürgersteig. Perfekt, das ist schon gut. Wir haben einen gefunden. Siehst du das hier? Weiter in der Stadt. Ja, ich sehe was. Aber ich glaube, wenn wir das einsammeln, dann können wir das schaffen. Okay, Kompassstücke sind das scheinbar, die wir hier suchen. Hä? Aber der Zeitreisende ist scheinbar auch nicht besonders schlau, wenn der hier so offensichtliche Hinweise macht, wie das mit den Straßenlaternen oder das mit den Pingu-Robotern. Ich erkenne ein seltsames Signal bei den Pyramiden. Okay, das ist bestimmt der Schurke. Warte, die Pyramiden sind da hinten. Wo bist du? Ja, ja. Du musst uns da treffen, Ronja. Okay, ich bin unterwegs. Hier sind so Wasserfälle.
Warte, warte, da sind richtig viele. Oh mein Gott, ist die Pyramide riesig. Die habe ich gar nicht gesehen. Das ist echt schön, oder? Ja, das sieht voll cool aus. Okay. Hier. Oh mein Gott. Warte, ist das der Schurke? Der sieht verdächtig aus. Nee, das ist einfach nur so eine Art Pharaonengeist. Ach, cool. Du musst mir helfen. Ich stecke zwischen diesem und dem nächsten Leben fest. Finde das Seelenkabinett. Es wird dir weiterhelfen. Der Schurke hat die natürliche Ordnung des Universums verändert und wir müssen jetzt versuchen, das zurückzusetzen. Cool. Ich habe ein bisschen Angst. Ich will nicht unbedingt ins Seelenkabinett, muss ich ganz ehrlich sagen. Pass auf Fallen auf, Ronja, wo du hintrittst. Ach ja, danke. Das hilft. Okay, kennst du dich gut aus in Pyramiden, Izzy? Ich kenne mich überhaupt nicht aus in Pyramiden, nein. Okay, aber würdest du eine Falle erkennen, wenn du eine siehst? Auf gar keinen Fall. Okay, dann lassen wir dich trotzdem mal vorlaufen. Sicher ist sicher. Ja, ich habe noch 3 Leben. Sicher ist sicher. Okay, ich habe nämlich nur noch 1 Leben. Ich bin 2-mal ins giftige Wasser gefallen. Scheinbar können hier Seelen wieder ins Leben zurückgebracht werden. Was? Ich bin hier sicher vor der Sphinx. Das heißt, ich bin auch irgendwo anders nicht sicher vor der Sphinx. Das beruhigt mich gerade gar nicht. Sphinx? Wir müssen 3 Schlüssel finden, um hier weiterzukommen. Aha. Kein Ding. Da steht an der Wand, run! Ich kann nicht mal... Oh, doch, jetzt habe ich wieder Ausdauer. Jetzt bin ich wieder müde. Hast du schon ein Schlüsselfragment gesehen? Nein, noch nicht mal einen. Okay, aber keine Sorge, wir sind ja in der Gruppe. In der Gruppe kann uns nichts passieren, oder? Ich wüsste nicht, was uns passieren kann, da wir in Sicherheit sind. Ich habe einen Schlüssel gefunden! Oh, perfekt! Oh, yeah! Okay. Jetzt müssen wir zur Tür. Bringen wir den, genau. Weißt du, welche Tür das war? Ich habe keine Ahnung, die Tür habe ich noch nicht gesehen. Okay. Aber kein Ding, wir haben das. Ich wüsste nicht, was schief gehen soll. Beim Run an der Wand. Oh ja, hier, perfekt. Unauffälliges Schloss. Oh mein Gott. Oh nein, 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 nein. Warum? Okay, die sieht richtig aggressiv aus. What? Du hättest nicht herkommen sollen. Du hast den Fluch geweckt. Nicht nur. Ist jetzt alles im Universum kaputt wegen dem blöden Zeitreisenden? Wir haben jetzt auch noch den Fluch geweckt. Oh cool. Mein Gott. Ich kann eine neue Prophezeiung vorhersagen. Verschwinde jetzt, lauf! Nett von ihr, dass sie uns warnt. Schätze ich mal. Wir müssen hier lang. Okay, wir müssen immer noch Schlüssel suchen. Okay, die ist sehr schnell und folgt uns. Geh du links lang, ich geh links lang, okay. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich muss hier irgendwie versuchen rauszukommen. Alles wackelt, weil die so groß ist. Oh Gott, die folgt uns. Die ist rechts nicht lang gegangen. Findest du rechts was? Oh Gott, das ist wie ein Labyrinthchen. Nein! Oh mein Gott! Ronja? Die Sphinx hat mich angepupst. Die hat mich angepupst und so getötet. Aber ich hatte dann noch das eine Leben, was ich hatte, deswegen habe ich es überlebt. Aber, ja. Wie gesagt. Oh, hier wäre auch eine Warnung an der Wand gewesen. Bleib weg von dem Cabinet. Okay, hätten wir uns mal dran gehalten. Oh, da bist du. Hi. Hi. Hast du einen Schlüssel gefunden? Nein. Okay, ich auch nicht. Perfekt. Mhm, alles super. Leben unsere Mitspieler noch? Ja, beide sogar. Cool. Guck mal, hier ist einer. Oh, perfekt. Du bist hier unser Schlüsselfinder Nummer 1. Let's go. Und dann brauchen wir noch einen zweiten. Der ist bestimmt in die andere Richtung, da wo ich... tot gepupst wurde. Okay, ich habe den letzten Schlüssel, aber die Sphinx ist direkt hinter mir. Oh, sie ist weggegangen. Puh, das war knapp. Ich habe die Tür gefunden, wo wir durch müssen, Ronja. Perfekt. Okay, ich versuche zu dir zu kommen, aber ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Oh, die Sphinx ist immer noch da, aber die rennt jetzt weg. Pass nur auf, dass du nicht getroffen wirst von der Sphinx. Ich gehe zur Tür. Okay, perfekt. Da bin ich. Und let's go, wir sind durch. Oh mein Gott, yes, okay. Yes. Warte, ist das der Schurke? Der sieht für mich aus wie ein böser Zeitreisender. Ich bin das Kabinett der Seelen. Klasse. Ich sehe alles, ich fühle alles. Okay. Sieht gar nicht gruselig aus. Du hast Angst um mein Leben. Das ist wahr. Ich habe Angst um mein Leben. Und ich bin auf der Suche nach dem Schurken. Ebenfalls korrekt. Ich bringe den jungen König zu seinem rechtmäßigen Platz im Jens. Ach, cool. Verstehe. Wahrscheinlich im Jenseits, meint er. Die Zeit vergeht, die Dunkelheit erwartet dich in der Zukunft, die Wahrheit wird. Okay, cool. Dann würde ich sagen, Mission hier erfolgreich erledigt. Wir müssen immer noch den blöden Schurken finden. Wo ist der hin? Guck mal, wir können hier rein. Wir werden jetzt nach London transportiert. Okay. Wow. Nächster Stopp. Alles klar, wir müssen Hinweise suchen. Oh, das sieht richtig hübsch aus. Okay. Yeah. Warte, wir sind in einem Fernsehladen und diese Technologie sollte nicht existieren, weil Fernseher... Oh, scheinbar gab es erst Strom in den 1800ern und wir sind hier in den 1500ern. Also macht schon Sinn, dass es hier nicht ganz stimmt.
Ist das der Schurke? Nee, warte mal. Hilf mir. Gehe zum Theater. Was machen wir beim Theater? Der Weg ist gesperrt. Okay. Ach nee, es gibt einen anderen Weg durch den Abfluss. Ich wünschte, wir müssten nie den anderen Weg durch den Abfluss gehen. Ich hasse den Abfluss. Du nicht reinfällst, Ronja. Weißt du, wie oft wir schon in einem Abfluss waren? Im echten Leben noch nie. Okay, nein, im echten Leben nicht, aber in Roblox sind wir ständig. Alle schicken uns ständig durch irgendwelche Abflüsse. Wir versuchen aus einer Schule auszubrechen, Abfluss. Wir versuchen einen Zeitreisenden in London zu fangen, Abfluss. Es ist immer das Gleiche. Wir auszubrechen, Abfluss. Ja. Oh, what? Wow, wir haben es geschafft. Guck mal. Okay, das ist... Oh, warte, der hat einen Gefangenen. Ah, deswegen das Help Me auf dem Fernseher. Oh. Es ist eine Falle. Verschwinde. Die Zukunft verändert sich. Das ist Shakespeare? Die paradoxe Maschine überlastet. Ah ja, cool. Hexerei. Denkst du, du kannst mich aufhalten? Aus der Zukunft hierher geschickt, um die Vergangenheit zu ändern? Ich denke, wir können dich aufhalten, weil wir dein Geheimlabor gefunden haben und wir schalten jetzt den Strom aus. Oh, oder wir kämpfen gegen den Roboter. Klasse. Da, habe ich keinerlei Probleme mit. Warte mal, hier sind so kleine Roboter-Spinnen. Oh, gegen die kämpfen wir? Hoppala. Ich weiß nicht so genau, gegen was wir kämpfen. Oh, was ich nicht anders beschreiben kann als fliegende Ratten? okay, cool. Ich habe nicht mehr viel Leben, also auch bekannt als Null. Deswegen, wenn ihr das da super macht, halte ich mich hier ein bisschen fern vom Kampf. Hau einfach drauf. Perfekt. Greife den Generator an. Alles klar, kein Problem. Bin ich sicher, dass das der Generator ist? Ich glaube auch. Es leuchtet grün, oder? Nein, das da vorne. Hoppala. Falscher. Der Schurke ist verwundbar. Der Schurke, okay. Auf ihn rauf. Und... Oh nein, der Schurke hat wieder ein Schild um sich. Ich werde ein Gott werden. Oh, er hat wieder seinen blöden kleinen Robotermonster. Aber ist okay. Einer von den Schildgeneratoren ist tot. Und die Gesundheit vom Schurken ist auch schlechter. Die lassen sich immerhin. Au. Der nächste Generator. Komm schon. Cool. Okay, der Schurke ist verwundbar. Nein, schnell. Hau noch wieder raus. Oh, er hat noch ein Leben. Du hast mich nicht besiegt. Oh, wieder weg, kleine Roboter. Das werden immer mehr. Au. Ich will einfach nur den Generator töten. Warum können wir das nicht, wenn die Roboter da sind? Ja, ich weiß es auch nicht. Könnt ihr mal weggehen? Lass Ronja in Ruhe. Ihr kleinen Mistviecher. Und, okay, nächster Generator. Haben wir es geschafft? Wahrscheinlich. Oh, nee, da sind immer noch welche. Und die fliegen dann. Oh mein Gott. Die kleinen mit den Trompetendingern. Okay, jetzt. Generator. Greif den Generator. Den mache ich kaputt. Okay. Gar kein Problem, da bin ich mein Leben lang bereit. Okay, jetzt den Schurken. Bam. Hör auf damit. Du kannst nicht gewinnen. Ich glaube, wir haben gerade gewonnen, Mr. Schurke. Haben gewonnen, oder? Sie haben mir die Wahrheit aller Dinge gezeigt. Cool. Diese Welt. Hä? Also ist mir egal, was du hier brabbelst, Mr. Schurke. Wir haben gewonnen und ich denke, das ist, was zählt. Yeah. Wir haben hier dein blödes Labor kaputt gemacht. Und wir hatten Hilfe. Mhm. Ich meine, wir waren zu viert, also von daher. Du hast es geschafft. Die Zukunft ist wieder sicher. Okay, perfekt. Wir haben die Welt gerettet, Easy. Yes. Okay. Müssen wir sonst noch irgendwas machen? Oder reisen wir einfach wieder zurück in unsere Basis? Kleiner Robotermann kommt mit uns. Die Zukunft ist wieder sicher. Helden der Zeit, so wie wir natürlich, werden immer in Erinnerung bleiben. Mhm, klar. Wir haben jetzt auch offiziell den Nordpol entdeckt übrigens. Weil das haben wir ihm jetzt weggenommen. Was, du wirst für immer weiterleben? Achso, ich dachte, sie transplantieren unser Gehirn in irgendwas Komisches, aber es war mehr an, wir erinnern uns an dich. Okay, ich war kurz besorgt. Ich habe gedacht, wir haben hier die Vergangenheit und Zukunft gerettet, aber dann... Alles klar, wir haben erfolgreich die Welt gerettet. Das war's mit dieser Folge Roblox. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und vergesst nicht, Easys Kanal und auch meinen Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!